Hallo, ich bin der Olli und schon Ewigkeiten im Verein Tussian Hilfahrt. Mittlerweile bin ich erster Vorsitzender und das mit Leib und Seele. Jeden Tag irgendwo ist man damit beschäftigt. Ja, ich habe mit 6 Jahren angefangen als kleiner Bub. Meine Mutter hat mich da natürlich angemeldet und ja, so ist meine Karriere beim Tussian Hilfahrt gestartet. Ja, bei unserem Gartenende hatten wir ein kleines Türchen und da konnte man reingehen bzw. Richtung Sportplatz gehen und da war sofort der Sportplatz. Jeden Abend hat man sich da mit Nachbarn auch getroffen, da war so ein kleiner Ball, wo man wirklich noch Nachbarschaftspflege hatte und da auch verschiedene Trainingseinheiten zugucken konnte und ja, der Sportplatz war ein ganzer Teil meines Lebens. Ich heiße Wilma Hülkenberg und ich bin seit 51 Jahren hier in der Halle. Wir üben jeden Mittwochabend. Der Mittwochabend gehört uns Frauen. Ich leite die Frauengruppe und bin Übungsleiterin 41 Jahre. Wir haben im Anfang mit Geräten geübt und wir haben uns aus Autoreifen Bänder geschnitten, damit wir, da gab es ja noch nicht diese Bänder und wir konnten so unsere Arme richtig stärken. Wir üben mit Medizinbällen, mit Stäben, mit einfachen Bällen und wir haben Spaß und wir laufen und trainieren, was gerade üblich ist und was uns gerade einfällt. Wir machen sehr viele Bodenübungen und die Älteste von uns ist 87 Jahre. Sie kommt noch immer fleißig zum Turnen und es sind noch 5 Mitglieder, die mit mir angefangen haben. Alle anderen sind auch schon bald 50 Jahre im Verein. Wir machen auch privat schon mal Ausflüge oder schon mal, wir feiern auch unsere runden Geburtstage und wir haben noch immer Spaß und wir freuen uns, wenn wir zusammen sind. Mein Name ist Horst Esser, ich bin seit 1966 Mitglied im Tussian. Seit 1971 spielen wir ja auch im Prellball und seitdem bin ich dabei. Ja, ich bin Rolf Esser, der Sohn vom Horst. Ich spiele noch nicht seit 1970 Prellball, weil ich bin erst 77 geboren. Aber wir spielen schon seit 30 Jahren zusammen Prellball. Das machen wir gerne. Wir gehen jeden Dienstag hier hin. Mein Vater lässt für den Prellball alles stehen und liegen. Da gebe ich keinen Geburtstag, kein Kaffeekränzchen, kein Bierchen. Dienstags ist Prellball. Danach kann man ja ein Bierchen trinken gehen. Ja, wir spielen hier auf diesem Spielfeld in Hilfahrt 4 gegen 4 oder 3 gegen 3. Wir sind heiß sozusagen, aber wir hoffen, dass es schnell wieder losgeht und freuen uns drauf. Mein Name ist Jürgen Meuser, ich bin 61 Jahre und wohne seit ewig und drei Tagen in Hilfahrt. Ich bin damals der Liebe wegen nach Hilfahrt gezogen und da war es für mich mehr als logisch natürlich, dass ich dem Ortsverein Tussian beitrete. Als Leichtathlet und als Fußballer damals. Und Olli hatte mich neben meiner Tätigkeit als Sportler auch in den Vorstand berufen und von dort aus bin ich dann halt nach einiger Zeit zum Kreissportbund gewechselt und dort bin ich halt Vorsitzender des Kreissportbundes. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auf der alljährlichen Sportgala die erfolgreichen Leichtathleten des Tussian Hilfahrt auf der Sportgala wiedersehe. Und das zeigt mir, dass der Tussian weiterhin sehr, sehr tolle Arbeit macht. Und da trage ich weiter natürlich die Vereinsfahnen blau-weiß in meinem Herzen. Mein Name ist Reinhard Hensen. Ich bin seit mehr als 40 Jahren Leichtathletiktrainer beim Tussian Hilfahrt. Die Leichtathletik und der Verein sind mir im Prinzip mit dem Blut übertragen von meinem Vater, der auch schon
vielen Jahrzehnten Sportler war in Hilfahrt und später auch im Vereinsvorstand aktiv war. Ich trainiere Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren oder 19. Wir hatten gerade in den letzten Jahren sehr schöne Erfolge bis zu einem deutschen Meistertitel. Viele Nordrhein-Meisterschaften haben wir gewonnen, sogar auf Mannschaftsebene, was besonders hervorzuheben ist, was vorher wir noch nie geschafft hatten. Ja, und deswegen macht die Trainerarbeit eben sehr viel Spaß hier im Verein. Ja, für die Erfolge, die wir über die Jahre hatten, ist natürlich sehr viel Training notwendig. Und zwei, drei, vier Mal trainieren jugendliche Leichtathleten, die Ambitionen haben. Und die Jugendlichen kommen gern. Und das gibt einem natürlich als Trainer dann auch einiges zurück. Hi, ich bin Moritz Rink, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe in der M14 2014 beim TuS Jan Hilfahrt in der Leichtathletik meinen bisher größten Erfolg, dem deutschen Jugendmeister, unter meinem damaligen Trainer Reinhard Hensen gefeiert. Das war Fünfkampf im Sinne von 2000 Meter Lauf, Sprint, Sprung, Wurf und Hürdenlauf. Und mich hat es heute zwar in einen anderen Verein verschlagen, aber ich bin dem TuS Jan bis heute treu und freue mich immer wieder, bekannte Gesichter zu sehen. Mein Name ist Fabian Brücher, bin Geschäftsführer der WEP Wärme, Energie und Prozesstechnik aus Hückelhofen. Wir stehen hier gerade vor unserem neu in Betrieb zu nehmenden Biomasseheizkraftwerk in Hilfahrt, in direkter Nachbarschaft zum TuS Jan Hilfahrt. Und als regionaler Energieversorger sind wir natürlich sehr darauf bedacht, dass auch die Gesundheit unserer Kunden gefördert wird. Und damit unterstützen wir auch regionale Vereine, insbesondere auch den TuS Jan Hilfahrt, mit dem wir schon seit sehr vielen Jahren den WEP-Lauf ins Leben gerufen haben, der mittlerweile über 600 Teilnehmer pro Jahr aufweisen kann, auf den wir sehr stolz sind. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich noch vor 45 Jahren, als ich als kleiner Junge Fußball begeistert gegen den TuS Jan Hilfahrt spielen musste. Von der F-Jugend bis zur A-Jugend haben wir Lokalkämpfe ausgetragen. Und wenn es um Spitzenspiele ging, haben wir richtig das Stadion vollbekommen. Und da wurde gekämpft mit viel Gefühl, mit viel Herzblut. Und schon damals habe ich gemerkt, Hilfahrt ist TuS Jan und TuS Jan ist Hilfahrt. Ihr seid Sportskameraden und es macht Spaß, euch zuzusehen, wie der Zusammenhalt in eurer Ortschaft funktioniert. Ich bin froh, dass ich dabei war und jetzt aus anderer Blickwinkel auch dabei sein kann. Und ihr deckt ja einen wahnsinnigen Sportart mittlerweile ab. Ihr tut unheimlich viel für die Gemeinschaft und für die Jugend in unserer Stadt. Macht weiter so. Dankeschön. Mein Name ist Hans Winden. Ich habe die große Ehre, zum 100-jährigen Bestehen Schirmherr vom TuS Jan zu sein. Wir haben seit den 1930er Jahren das Vereinsprogramm vom TuS Jan, wo mein Vater früher Gastwirt war und auch bis in den 50er Jahren Fußball gespielt hat. Danach komme bin ich und habe früher hier auch von der Jugend an Fußball gespielt. Und früher nach dem Spielen wurde ich hier umgezogen und geduscht und all diese Dinge sind in den Gaststätten immer hochher. Ob bei einer Niederlage oder bei einem Sieg, es wurde immer gefeiert. Man hatte immer einen Grund, irgendwie was zu feiern. TuS Jan ist ein Gefühl. Und die ganze Familie ist stolz, TuS Janer zu sein. Und ich bin auch sehr froh, dass mein Sohn in dritter Generation das Vereinsprogramm von TuS Jan weiterführt. Vereinsheim haben wir uns natürlich schon immer gewünscht. Und dass das jetzt so in dieser Art und Weise, wie es jetzt da steht, natürlich perfekt für uns ist, kann man nur Dank aussprechen. Dank an die Leute, die wirklich über 3,5 Jahre mitgebaut haben, die jeden Tag irgendwo ihr Leben dafür umgestellt haben. Genauso wie bei mir zu Hause. Mein Familienleben wurde danach gerichtet, wie wir am Vereinsheim weiterkommen oder welche Gewerke gemacht worden sind. So kann ich mich daran erinnern, dass mein kleiner Sohn sogar im Maxi-Cosi samstags verbringen musste am Bau, weil Papa und Mama am Bau arbeiten
gearbeitet haben. Wir haben da mehr wie 100 Leute aktiv gehabt, die sich beteiligt haben. Wir sind da mittlerweile sehr modern aufgestellt mit 4 Kabinen, 2 sehr große Duschen für 8 Personen jeweils. Wir haben einen Ballraum, wo alle Mannschaften ihre Bälle reintun können, und verschiedene Trainingsgeräte, die wir in den letzten Jahren natürlich auch aufgestockt haben, untergebracht bekommen. Und dann natürlich noch unser Vereinsraum, der ja, uns, glaube ich, ein ganz neues Vereinsleben schenkt. Wir haben Trainingseinheiten, wo sich wirklich eine halbe Stunde vorher getroffen wird, wo sich dann da nochmal zusammengesetzt wird, wo die Spieler, der Senioren, aber auch die Jugendtrainer immer wieder rechtzeitig da sind und nicht, wie es früher mal irgendwann war, ja, einfach kurz vor dem Training da sind, und man kann sich jetzt einfach da auch seine Freizeit gestalten, und das ist natürlich sehr wichtig. Wir haben das Vereinsheim gebaut, damit unsere blau-weiße Familie einen Treffpunkt hat. Ja, nach dem Training und an den Spieltagen kommen unsere Mannschaften, aber auch unsere Gäste hier zusammen, trinken noch das eine oder andere Bierchen, würfeln, spielen Karten, und das ist wirklich unser Wohnzimmer hier am Sportplatz geworden. Mein Name ist Gustav Dieck. Ich war 30 Jahre, 40 Jahre Kassierer beim Dusian in Hilfert. Und die größte Zeit war in den 60er Jahren mit Hügelhofen, ich spiele. Da hatten wir über 3000 Zuschauer und pro Eintritt 1 Mark. Damals deutsches Geld. Und die Kameradschaft war außerhalb und innerhalb der Mannschaften so groß, dass der Dusian der größte Verein war in der Stadt Hügelhofen. Also ich kann es bestätigen, vor allem hatten wir eine super tolle Kameradschaft. Mein Name ist Jürgen Weber. Ich bin seit dem 7. Lebensjahr Tussian-Mitglied. Habe damals das Glück gehabt, die berühmten Mo 10 zu bekommen. Und es war uns zwar wirklich die Kameradschaft vordergründig, und wir hatten viel, viel Spaß. Wir hatten den besten Betreuer aller Zeiten. Hardy Dürrenkamp muss man einfach erwähnen. Und bei uns war wirklich die dritte Halbzeit. Die fand nicht hier in diesem tollen Jugendheim statt, in diesem tollen neuen Vereins. Heimstadt, sondern bei Mops Windeln kennen wir alle noch. Und da gab es noch die richtigen alten dritten Halbzeiten. Da fing es um 8 Uhr, kam es mit Gesang. Und um 10, halb 11 gingen wir dann nach Hause, alle leicht und ziemlich stark angeschlagen. Einfach nur eine schöne Zeit. Und auch heute noch bin ich hin und wieder auf dem Sportplatz. Lass mich mal hin und wieder mal sehen bei den jungen Leuten. Und man sieht immer noch, man kennt noch viele, auch die Älteren, wenn sie kommen. Macht einfach nur Spaß, hier dem Verein anzugehören. Und es ist meine große Freude. Und werde ich auch, sage ich mal, bis zu meinem Lebensende, werde ich hier bleiben. Ja, mein Name ist Jürgen Dürrenkamp. Ich bin in dem Verein seit ich 6 bin. Damals hat mein Vater mich mit in die Turnhalle genommen, hat mir quasi gezeigt, wie da ein paar Kids am Spielen waren, und hat gefragt, ob ich da auch Lust hätte. Und seitdem bin ich festes Mitglied hier im Tussian. Das ist jetzt seit gut 45 Jahre her. Und ich habe es eigentlich nie bereut. War immer viel Spaß hier im Verein, guter Zusammenhalt, eine tolle Kameradschaft. Alle meine Freunde, die ich so über die Jahre kennen und lieben gelernt habe, waren auch hier im Verein. Unter anderem der Lange hier. Wie lange waren wir zusammen hier? 30 Jahre? Mit A-Jugend, wo ich nicht mal trainiert habe. Ja. Das war dann der erste zusammen, jahrelang gespielt haben. Ja. Du als Trainer, ich als Trainer. Ja. Ja, ein paar Aufstiege, auf jeden Fall. Ein paar Aufstiege, ein paar Abstiege. Direkt wieder abgestiegen. War nicht immer so schön, aber dann sind wir direkt wieder aufgestiegen. Ich glaube 4-mal hintereinander. 2-mal auf, 2-mal ab. Ja. Unsere Fahrschulmannschaft, wo wir immer mit Herzen dran waren. Ja, Dusian ist quasi fast wie eine zweite Familie. Mein Name ist Johannes, ich bin 27 Jahre alt, seit über 20 Jahren Mitglied im Verein. Ich bin aktuell Kapitän der ersten Mannschaft
und wir spielen in der Kreisliga B, haben aber ambitionierte Ziele aufzusteigen. Ich habe in der Jugend jede Abteilung durchlaufen, bin seit 20 Jahren im Verein und spiele auch mit dem einen oder anderen immer noch zusammen seit 20 Jahren. Tussian ist für mich Zusammenhalt, Tussian ist für mich wie eine Familie. Wir machen nicht nur Sport zusammen, sondern wir machen auch Freizeitaktivitäten und ja, durchleben die dritte Halbzeit quasi an der Theke. Man erzählt sich viel und ja, das ist einfach für mich der Verein. Der Zusammenhalt ist dahingehend super, weil wir uns alle super verstehen, ob jung oder alt. Wir sitzen alle zusammen und ja, das ist für mich halt der Tussian. Ich bin der Mario Hettkamp, bin der Trainer vom Tussian Hilfert, trainiere zurzeit die C-Jung vom Tussian. Ja, ich begleite die Jungs schon wirklich von den Bambinis auf, habe sie mit hochgezogen letztendlich. Und in Summe sind es 20 Kinder, die ich trainieren muss und will auch letztendlich. Und macht auch riesen Spaß und die wollen auch trainiert werden. Die haben immer wieder Bock, jedes Wochenende am Samstag sein Spiel abzuliefern oder in der Woche ihr Training abzuliefern. Ja, ist einfach eine schöne Aufgabe und macht jeden Tag Spaß. Auf Sponsoren sind wir natürlich ganz groß angewiesen, weil wir ja auch einen ganz großen Umsatz jedes Jahr haben an Trikots, an Trainingsmaterialien und verschiedene andere Dinge auch. Ganz natürlich groß ist natürlich unsere Web, die jedes Jahr uns unterstützt beim Webstromlauf, aber jetzt auch zum 100-Jährigen groß mit eingestiegen ist. Und ganz viele Leute, die noch nebenbei mitwirken. Wir haben große Sponsoren, kleine Sponsoren und wir sind auf jeden Einzelnen stolz. Ganz besonders muss man da vielleicht unser Sportgeschäft Intersport Engels nennen, die sogar Fanartikel von uns verkaufen, beziehungsweise Trainingsanzüge, Trikots, die sich jeder erlauben kann und jeder da zur Unterstützung unseren Vereins auch kaufen kann. Und ja, wir haben das vor Jahren mal angefangen und wenn man durch Hilfert spazieren geht, einfach immer nur die blau-weißen Farben sieht. Mein Name ist Markus Mierbach von der Firma Dross Wohnkultur in Grevenbroich. Ich bin ein Ur-Hilferter, habe schon selber in der F-Jugend beim Tussian gespielt. Jetzt spielen meine beiden Söhne beim Tussian. Wir haben vor 2 Jahren den Dross Wohnkultur Cup auf dem Rasenplatz erfolgreich durchgeführt. Und wir gehen davon aus, dass wir beim nächsten Mal uns wieder beim Dross Wohnkultur Cup sehen. Ja, liebe Freunde vom Tussian Hilfert, habe erfahren, ihr feiert ein besonderes Jubiläum, nämlich das 100-jährige Bestehen eures Clubs. Herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute und vor allem Gesundheit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Alles, alles Gute.